Hallo Leute, wir haben den Beitrag über die Emser Nasendusche gemacht, den hat Yvonne gemacht, weil sie ganz stark unter Allergien leidet. Aber bei mir ein bisschen anders gelagertes Problem, aber mir hilft diese Nasendusche sehr. Und weil sich manche von euch gefragt haben, naja, tut das weh, ist das irgendwie ein bisschen komisch, zeige ich euch mal, wie das geht. Also, packen wir mal die Nasendusche aus. Die kommt immer mit diesem Plastikteil, ne? Den zeige ich euch gleich. Ich werde das jetzt an meinem guten alten Objekt machen, aber was ich hier noch habe für euch, was wichtig ist, sind die Nasenspülung, also praktisch das Salz. So, also das heißt, die Nasendusche mit diesen Behältern, das zeige ich euch gleich, wie man das regelt, wenn man sie in dieser horizontalen Position hat. Tritt kein Wasser aus, beziehungsweise kaum Wasser aus. Und jetzt fülle ich das Ganze mit so lauwarmem Wasser. So, und jetzt ohne Materialverschwendung zeige ich euch. Also das heißt so, kommt kaum Wasser raus. Und danach später, wenn ich das Salz da reinmache, wenn man so macht, kommt Wasser raus. Ja? Jetzt habe ich es hier gefüllt bis zur Markierung. Es hat eine Markierung bei 250 Milliliter. Da ist sie. Und jetzt packe ich da drin so ein Säckchen mit Salz. Kommt rein. So. Vielleicht braucht man auch eher eine Schere. Noch einfacher. Da. Jetzt packe ich das ganze Salz da hinein. Mach zu. Hier ist auch ein Löchlein. Halte dieses Löchlein zu und schüttle das gut durch. Da muss ich alles auflösen. Das, was mir gut tut. Braucht aber nicht lange. Also ich sehe da, ob noch ein bisschen Salz da drin ist. Und jetzt kommt es zum Schwur. Achtung. So, hier halte ich zu. Das kann ich nach oben bringen. Da macht es so einen kleinen Schwupps und sonst kommt nicht viel raus. Und jetzt packe ich es an ein Nasenloch und lasse hier oben los. Und jetzt fließt das durch meine Nase durch. Tut überhaupt nicht weh. Außer ich versuche nebenbei auch noch zu reden. Das geht nicht so gut. Wenn ich wechseln möchte, muss ich ja aufpassen, einmal das Loch immer noch zuzuhalten, damit nichts rauskommt. Und dann geht es in die andere Richtung. Also, rein ins Nasenloch, loslassen. Und meine Nase wird gespült. Nicht regnen. So, bevor ich weiter zu Ende mache, ihr merkt, ne? Also es tut überhaupt nicht weh. Es hat eine reinigende und gute Wirkung. Mir hilft das wirklich sehr. Es löst mir total viele Probleme. Also kann ich euch nur ans Herz legen. Geht easy, tut nicht weh und ist befreiend. Also volle Empfehlung für die Nasendusche von Emser.